vu trop de films de kung-fu. Ashes to ashes to dust to dust. I'm a bad motherfucker. Cause the rap is in control. Vous avez vu? Guten Morgen, heute ist Freitag, der 4.12.2015 und ich schleppe eine GoPro mit mir rum, die mir heute nichts nutzt, weil keine SD-Karte drin ist. Das ist das zweite Mal, glaube ich, dass ich hier im Wald bin mit der GoPro ohne SD-Karte drin. Also als ich erst mal mit dem Hund raus bin und dann packe ich mir auch schon immer die GoPro ein und weil die so lange braucht, bis sie startet, mache ich die immer an und habe die Aufnahme bereit in der Tasche, wenn ich eine kleine Runde mache. Ja, dann bin ich heute Morgen also raus, denkst du, ach, die GoPro ist in der Tasche, machst du schon mal an. Man weiß ja nie, was kommt und was man aufnehmen will. Ja, machst du so im Halbdunkeln an und sehe dann nur SD auch blinken. Also habe ich sie gleich wieder ausgemacht, habe die normale Gassi-Runde oder die kleine Gassi-Runde beendet. Aber anstatt dann zu Hause eine neue SD-Karte reinzulegen, habe ich sie jetzt immer noch ohne SD-Karte dabei. Ich finde die Lichtsituation heute irgendwie, ich weiß auch nicht, so recht merkwürdig. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn es irgendwie nicht zur Tageszeit passt. Das ist vielleicht eher so, als wenn es schon abends sein müsste oder so. Ja, weiß auch nicht so recht. Kommt mir jedenfalls merkwürdig vor heute. Ich war am 7. November das letzte Mal laufen. Danach hatte ich irgendwie keinen Bock mehr oder wie ich aufwachen kann. Manchmal hat es auch geregnet, aber meistens war es einfach so, dass ich irgendwie keine Lust hatte und mir deswegen irgendwelche Ausreden zurechtlegte. Also für mich. Was ja auch schon komisch ist, ne? Dass man sich selbst so bescheißt. Naja, jedenfalls war ich jemand, der nicht laufen. Nun war ich die letzten Tage ja krank und bin immer noch nicht so ganz fit, von daher war ich jetzt noch nicht wieder laufen, aber ich muss dringend. Ich habe ab Montag eine Woche Urlaub und ich habe gesagt, dass ich hier oben bleibe zu meinen Eltern. Und wenn, dann komme ich nur so 2-3 Tage runter und ich habe gedacht, okay, kannst du dann am Wochenende runterfahren. In der Woche lohnt sich nicht wirklich, weil meine Eltern auch arbeiten müssen, da ist niemand da. Fährst dann irgendwie Freitag früh und kommst am Sonntag wieder zurück oder so. Oder vielleicht auch erst am Montag, wenn man Montag den Dienstag danach noch frei hat. Aber jedenfalls habe ich gestern eine Benachrichtigung im Briefkasten gehabt, dass am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr jemand kommt, um die Wasserzähler abzulesen, glaube ich, oder... Strom ist im Keller, keine Ahnung, Wasserzähler glaube ich. Und Heizung hier. Aber jedenfalls am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr, das ist da der Scheiß. Gut, ich könnte noch ab 16 Uhr dann losfahren, also Freitagabend. Aber ist irgendwie auch doof, wenn du Montag, Dienstag nicht mehr frei hast. Hast auch nur den Samstag, Sonntag fährst du dann schon wieder zurück. Außerdem muss ich dann im Dunkeln fahren, mag ich nicht so. Gerade jetzt so bei der Jahreszeit und dann doch mehr wild unterwegs ist und so. Naja, ist irgendwie doof jedenfalls. Nun weiß ich nicht, was ich mache. Ob ich am Wochenende trotzdem zu meinen Eltern mal fahre. So wie nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn du so wegen 2 Tage fährst. Du hast halt nur einen Tag, wo du wirklich Zeit hast. Oder ich fahre Montag früh gleich und bleib irgendwie bis Mittwoch und dann habe ich halt noch genügend Tage hier. Aber es ist wie gesagt doof, weil meine Eltern halt auch arbeiten sind und man dann ja irgendwie auch keine Zeit hat, wirklich in Ruhe hinzusetzen ein bisschen oder irgendwo hinzufahren, was zu unternehmen. Ich weiß es nicht. Lustig ist allerdings, dass ich den Urlaub total vergessen hatte. Letztens sagte mein Chef irgendwie zu mir, weil ich irgendwie so aus Quatsch sagte. Achso, er hat gefragt, hat einen Kollegen gefragt, ob er vor ein paar Wochen und so, ob er dann nächste Zeit Urlaub möchte. Weil er hat noch Urlaub und ist nicht so viel los und könnte ja Urlaub nehmen. Und dann kam derjenige halt nicht so aus dem Tee und sagte, oh, er weiß nicht. Und habe ich halt so aus Quatsch gesagt, ja, wenn er nicht nimmt, dann nehme ich ihn. Jedenfalls sagte mein Chef dann gleich so, du hast ja gar keinen mehr. Hat mich irgendwie ein bisschen verwundert, weil, wie gesagt, an den Urlaub ab 7.12. an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, dass ich den eingereicht habe. Und ja, kam mir irgendwie so komisch vor und naja, gut, dann wird es wohl so sein. Ja, so hat sich dann aber letztens geklärt, dass ich keinen Urlaub mehr habe, weil den... Ich habe schon den letzten jetzt hier am 7.12. genommen habe, so. Dann passt es mir wieder. War verwirrend jetzt, oder? Anscheinend geht es mir wirklich langsam besser. Ich habe nämlich Kaffeedurst. Weil ich nicht einfach nur einen Kaffee trinken wollte, bin ich gerade nochmal zum Netto und habe mir Spekulatius-Kekse geholt. Liebe Spekulatius-Kekse. Ist nur schade, dass es die nur zur Weihnachtszeit gibt. Ich könnte die das ganze Jahr essen. I'm a bad motherfucker. Cause the rap is in
control. Vous avez vu? Il a qu'une couille. Il s'en bat les couilles avec une tapette à mouche. On continue la guerre. Couille molle. Je peux pas te parler, je suis sur mon portable. What's your name? Antonio Montana. Ce mec, il est si gringalet qu'il fait du hula hoop avec sa rondelle. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Bon, écoute-moi bien, Gomery. Fils de pute. Ouais, coussi, coussi. Das war ein merkwürdiger Tag. Nicht so richtig Elan gehabt zum Videoaufnehmen irgendwie. Also, was heißt Elan schon, aber ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich erzählen kann. Irgendwie, naja, ich habe über die Lichtsituation gesprochen, glaube ich, und so. Aber das fand ich zwar wirklich merkwürdig, aber irgendwie, naja, der ganze Tag war merkwürdig. Arbeit war relativ viel los, war Freitag und wir hatten eine Spezialveranstaltung morgen auch noch und naja, es war aber okay, also es war jetzt nicht übermäßiger Stress. Manche Situationen mit Kollegen sind ziemlich strange bis creepy. Ich weiß nicht, weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Gut, ansonsten war ich gerade duschen. Jetzt setze ich mich ran und schneide das Video von heute. Ich bin total unzufrieden mit dem Video von gestern. Es hat irgendwie auch alles nicht gepasst. Also da stimmt der Flow nicht. Und ich glaube, das von heute ist genauso. Ich habe nicht mal passende Musik gestern gefunden. Deswegen habe ich auf meinen Sunday League wieder zurückgegriffen, was ich eh immer hatte. Und es war echt anstrengend für mich. Das irgendwie. Ich bin da total unzufrieden mit. Und ja, das heute wird definitiv nicht besser. Naja, ist zwar meiner Gewichtssituation nicht zuträglich, aber ich esse jetzt noch einen Burger. Ein schöner veganer Gemüseburger. Gemüsebratling habe ich selber gemacht. Brötchen ist selbst gemacht, nicht von mir, aber selbst gemacht. Da ist nur gutes Zeug drin. Bis auf Salat und Tomaten und Gurke. Das ist zu gesund. Nee, gesund ist das heutzutage auch nicht mehr. Egal, ich pfeife mir den jetzt rein und dann schneide ich das Video oder guck mal, ob ich das mir zumuten kann. Gut, trotzdem vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.